Der Betriebsdruck, der Kesseldruck 2 bar. Das Ventil wird geöffnet. Der Dampf wirkt, das Kondensat wird herausgedrückt und die Maschine läuft an. Das Kondensat ist raus, die Maschine läuft rund. Der Kesseldruck steigt leicht, der Brenner wird etwas kleiner geregelt, die Maschine wird aufgestoppt, es wird umgesteuert, es wird erneut Dampf gegeben und die Maschine läuft selbstständig in die andere Richtung an. Die Maschine kann sehr schön langsam laufen, sie läuft sehr gleichmäßig. Die Maschine wird aufgestoppt zum Umsteuern. Es wird umgesteuert, Dampf wird gegeben, die Maschine läuft gleich langsam wieder selbstständig in die andere Richtung an. Das Betriebsgeräusch vollkommen unauffällig, kein Klackern, kein Klötern, sehr schön gleichmäßig. Der Restdampf ist abgearbeitet. Ganz feines Maschinengeräusch. So soll das sich anhören.